Lass mal runtergehen. Okay, vorsichtig, ich schaff das noch. Also eine Sackgasse. Da ist ein Ding. Holy shit, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Okay. Die Frage ist, wo sind jetzt die anderen Sachen? Ich habe so Angst, dass ich da einfach wieder irgendwo sterbe. Ist da oben noch was? Ist natürlich jetzt die Frage. Könnte schon sein, oder war ich da schon? Ist auch so ein bisschen verwirrend, wo man da jetzt schon war. Ich glaube, da war ich schon. Da schon, ja. Komm, dann lasse ich mich sterben. Okay, das sind jetzt zwei. Das heißt, mir fehlt wahrscheinlich noch eins da oben, wo ich ganz am Anfang gestorben bin. Aber das ist das Schwierigste, da. Das wäre auf jeden Fall kein Gameboy-Spiel für mich. Da spiele ich lieber Pokémon. Übrigens, soll ich mal Pokémon Let's Playen? Ich hätte mir da voll Bock, irgendwann mal Pokémon zu beginnen. Aber ich weiß nicht, ob das dann den Flashback von damals hat. Oder ob das jetzt irgendwie nicht mehr so geil ist. Also, ich meine jetzt die alten Editionen. Also, sowas wie die blaue oder so. Oder zumindest. Oder die Neuauflage. Wie ist die Neuauflage? War das Blattgrün und Feuerrot? Waren das die Neuauflagen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr das schauen wollen würdet. Weil vielleicht mache ich das dann mal einfach irgendwann. So, da bin ich irgendwo gestorben, glaube ich. Vorsichtig. Ja. An die Mauer. Rauf, rauf, rauf. Geht immer so schnell gleich. Wenn man so ein bisschen rauf drückt. Da ist das letzte Ding. Okkultist, ich habe die verbliebenen Besitztümer ausfindig gemacht. Sehr gut, die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen. Stell dich in den Kreis, während wir die Beschwörung vollziehen. Ich verstehe. Warum muss das immer so laut sein? Aber das ist dann für immer weg, oder? Ja, das ist jetzt nichts mehr. Okay, aber kann es wirklich sein, dass ich jetzt wirklich in jeden Raum mit diesem Ding suchen muss, damit ich alle Gameboy-Kapitel freischalte? Hat das Sinn? Ich glaube, das kann wirklich so aufgebaut sein. Dass man da mal schön nochmal alles durch... Das Spiel lebt irgendwie auch viel davon, dass man alles mehrmals durchläuft. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihm im Zimmer was ist. Man, kann ich ihn eigentlich berichten? Zieh dir diesen Superkeeper ran. Hat das Ted gebastelt? Ich meine Todd? Das ist ja geil! Moment, wo ist mein Funkgerät? Er hat ein paar Teile für die Verbesserung gebraucht. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich kann uns neue besorgen. Mist. Ach, schon gut. Solange es hilft mir aber die Geister, meinen Fluch herauszufinden. Richtig. Okay, sonst hat er nichts. Ich dachte, er hätte vielleicht noch ein paar Sachen wegen, wo man suchen könnte. Aber ich habe das Gefühl, dass im Baumhaus was sein könnte. Ich mag voll die Musik, wenn man da mal rausgeht. Weil sonst muss ich halt jedes Stockwerk suchen und dann diese Gameboy-Level durchspielen. Ich wusste, da ist was. Cell? Wer bist du? Bist du Jim Johnson? Niemand darf davon erfahren, verstehst du, Cell? Noch
Was? Na. Mal. Frag mal Larry. Ich kann das eine Wort lesen. Trillip. Leb wieder Händchen davon. Ich. Manchmal kann ich es total gut lesen, manchmal gar nicht. Ich verstehe nicht. Du musst lernen, mir bleibt nicht viel Zeit, erinnere dich's. Normal. Du musst dich an den roten Ball erinnern. Was soll das heißen? Wer sind sie? Ich muss jetzt gehen. Die Brücke schließt sich. Das ist ja echt. Der rote Ball. Hab keine Angst zu sterben. Ich werde auf dich warten. Gerade wenn ich gedacht habe, mich an Geister gewöhnt zu haben, passiert das. Was auch immer das war. Mein Leben ist schon komisch. Ein roter Ball? Konnte man nicht auch irgendwie den Schrank? Okay. Warte mal. Aber da... Da ist doch auch das Gameboy-Symbol. Oder war das das, was ich gerade gemacht habe? Das kann schon sein. Ich habe auf jeden Fall auch schon wieder ein Level freigeschaltet. Wo gab es denn den roten Ball? Vielleicht ist das nämlich irgendein Hinweis. So, Kapitel 2. Und die geheimnisvolle alte Dame blickte nochmals tief in Jims Augen und sprach: Wenn du die Tür zu diesem Schlüssel findest, sollst du die Geheimnisse des Universums erfahren. Das ist man dieser Typ? Ich hoffe, die hängen nicht storytechnisch zusammen, weil ich spiele ja jetzt gerade irgendwie durcheinander. Ist auch was? Nein. Da ist ein Schalter. Eintreten. Okay, aber wieso muss das schon wieder so ein Geschicklichkeitsspiel sein? Ich kann diese Dinger doch nicht. Fuck, der Schalter ist unten. Ne, warte mal, unten? Da muss ich doch gleich da lang, oder? Ja. Oh Mann, da muss ich auch... Ah, ja. Das heißt, ich muss in jedem Level auch den Schalter suchen. Die Steuerung ist wieder so komisch, dass der noch ein bisschen nachläuft, um aufhören zu gehen. Ach, Leute. Ich bin echt nicht gemacht fürs... Ah, okay, der Schalter bleibt wenigstens drin. Das ist schon mal ein kleiner Trost. Kann ich doch ganz oben rundherum gehen? Natürlich die Frage. Vorsichtig. Ganz chillig. Schön an der Wand entlang. So, wo ist der Schalter zuerst mal? Das ist immer die wichtige Frage. Natürlich hier nicht. Ich glaube immer, dass der Schalter dort ist, wo man zuerst nicht hingehen würde, nämlich. Deswegen bin ich jetzt gleich nach oben gegangen, statt drüber. Weil das ist natürlich... Ah, aber zum Glück konnte ich ihn noch drücken. Das war das Wichtigste. War das da schon? Jetzt nur nicht sterben. In dem Fall war es sogar, glaube ich, gut, den Schalter zu drücken, zu sterben, weil ich dann schneller wieder dort war, wo ich hin musste. Schlüssel benutzen. Au! Oh, das war gerade das voll krasse Geräusch im Ohr. Okay, das war ein schnelles Level. Und wieder zurück. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo einen roten Ball gesehen habe. Ob das ein Hinweis war oder... Ob das eigentlich... Eh nichts war. Vielleicht sollte ich auch im Hintergrund achten, ob ich irgendwo einen roten Ball sehe. So, bei Lisa habe ich auch schon durchsucht. Da war auch nichts. Ah ja. Die kleinen Umstände. Gut, ich glaube, da bin ich mal durch. Da am Gang war ich auch schon. Hat der noch irgendwas eigentlich? Nein. Gut, dann wird es Zeit, jedes Stockwerk durchzufahren.
Die Frage ist, kann ich die Gänge auslassen? Ich glaube nämlich nicht, dass am Gang was sein sollte. Und zur Sicherheit sollte ich es lieber überprüfen. Du meine Güte, was hast du da für einen entsetzlichen Apparat? Das ist ein, naja, schwer zu erklären. Alter, was ist gerade gruselig. Und es ist so laut immer. Du solltest nicht mit Dingen herumspielen, von denen du nichts verstehst. Ich sollte wahrscheinlich mal nachsehen, ob Todd inzwischen irgendwas gefunden hat. Ah, okay. Aber ich habe noch ein Level freigeschaltet. Und zwar den ersten. Verzweifelt wollte sie Mitglied des Rates werden. Also begab sich die aufstrebende Hexe tief in das Innere des Schlosses. Für die Initiation. Sie musste das Buch der vergessenen Wahrheiten finden. Man muss solche Geschicklichkeitsleveln. Und das mit dieser Steuerung ist echt nicht geil. Ich gebe mein Bestes. Ich will das nämlich schnell durchhaben. Runter oder rüber? Rüber. Ich habe so Angst, in den Wahn zu stoßen. Es sieht wahrscheinlich leicht aus, aber es ist nicht leicht. Vorsichtig. Nein! Okay, vorsichtig. Schnell an die sichere Wand. Okay, das wird tricky. Komm schon, wie lange ist das noch? Du schaffst das, alte Hexe. Ja. Buch nehmen. Ich habe das Buch der vergessenen Wahrheiten gefunden. Erkennt jetzt meinen Wert? Der Rat sieht deine Entschlossenheit. Dieses Buch soll von nun an ein Zeichen unserer Ebenbürtigkeit sein. Möge der Himmel bei unserem Anblick erstarren und unseren Einfluss sich unaufhörlich mehren. Auf dass wir uns an unserem sterbenden Gott laben. Okay, also die Storys hängen zusammen. Bei dem zweiten Teil war ich ja dann mit diesem Priester dort, bei diesem Rat. Miss Rosenbergs Wohnung, da war ich ja gerade. Edison. Kann der noch irgendwas eigentlich? Nein. Die Frage ist, soll ich jetzt gleich zu Todd? Komm ich da raus jetzt? Nein. Soll ich gleich zu Todd oder soll ich noch versuchen? Ist es zuerst besser, wenn man noch schaut, dass man die anderen Level findet? Ich könnte mir vorstellen, dass bei der Zelle in der Wohnung auch was sein könnte, nämlich. Aber gut, ich komme eh an Todd vorbei zufällig. Dann schaue ich mal zu dem ran. Da habe ich aber alles durchsucht, oder? Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber doch, bei Todd haben wir alles durchsucht. Da waren wir im Badezimmer. Da komme ich ja nicht dran. Seltsamerweise konnte ich keine Hinweise auf Mord in diesem Haus finden. Das Einzige, was auftaucht, ist unser Freund Charlie. Aber sieh dir mal sein Foto in der Datenbank an. Was zum... Das ist ja gar nicht Charlie. Es wird noch komischer. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen über die Polizeibeamten, die den Mordfall ermittelt haben. Nicht einmal in den Geheimakten. So als ob sie niemals hier gewesen wären. So als ob es sie gar nicht gäbe. Wie ist das möglich? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eine Sache habe ich herausgefunden. Eine Abhängigkeitsanzeige aus dem Jahr 1987. Megan Holmes, 7 Jahre alt. Sie lebt bis zu dem Zeitpunkt bei ihren Eltern. Luke und Stacy in den Edison Apartments. Megan Holmes? Das war doch die aus dem Computerspiel, oder? Das könnte unsere Freundin aus dem Obergeschoss sein. Sie muss die Tochter sein von der Greg, der aus meinem Badezimmer gesprochen hat. Das macht Sinn, oder?
Jetzt kommt's, einen Tag nach dem Bericht geschrieben wurde, hat ihn jemand ergänzt. Nach neuerem Eintrag wurde das Mädchen samt Eltern tot im Wendigo-See gefunden. Der liegt einige Meilen südlich von hier. Sie sollen beim Fischen ertrunken sein, verursacht durch einen Murgang oder sowas. Das ist sie ganz sicher, sie... Moment. Diese Kette habe ich schon mal gesehen. Ich bin mir ganz sicher, sie trägt sie nicht, wenn ich mit ihr spreche, aber ich habe sie woanders gesehen.